So Leute, ihr seht es schon. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Findet Nemo. Mit mir Wacky und mir, Zeronimus LP. Hallo Leute. Und wir haben schon, glaube ich, 50% geschafft des Spiels. Es geht recht fix. Jetzt sind wir beim Training. Du sagst, dieses Level sei ein bisschen chilliger als die anderen. Das sei deutlich chilliger als die anderen. Da kannst du nicht sterben. Oh, okay, na dann. Schauen wir mal rein. Eierbchen, wir werden dir zur Flucht verhelfen. Und dich vor Darla in Sicherheit bringen. Eigentlich werden wir alle fliehen. Du musst zuerst trainieren, bevor du bei unserem Fluchtplan helfen kannst. Rede mit den anderen Fischen. Sie werden deine Fähigkeiten testen. Komm zu mir zurück, wenn du 15 Muscheln hast, okay? Kein Problem. Ja, jetzt musst du halt rumlaufen und bei den anderen Fischen musst du jetzt Aufgaben erledigen. Hi, hi, Äppchen. Mal sehen, ob du es schaffst, mich durch die Blasenringe zu schubsen, bevor die Zeit abläuft. Ich muss ihn im Prinzip einfach nur anstupsen, bis er häufig durch die Blasenringe gepoppt ist. Durch fünf Stück oder so. Die sind grün, die sind relativ leicht zu erkennen. Ja, ich sehe sie schon. Fünf Stück sind es also. Rechts vom Vulkan gibt es auch noch zwei. Das Zeitlimit ist halt auch relativ einfach da. Jupp. Ein Blasenring, das letzte. Du hast es geschafft, Herr Häppchen. So, dann schwimmen wir mal besser weiter nach rechts. Also wir könnten jetzt nochmal mit ihm reden. Können wir die Mission nochmal machen, eben deutlich schwieriger. Jetzt siehst du rechts unten, jetzt hast du 3 Muscheln, du brauchst 15. Bist du sicher, dass du nicht mehr voller Bakterien bist? Häppchen? Nein, ich bin sauber. Jetzt können wir nochmal zu Bubble gehen. Der ist weiter rechts, bei seinen Schatztruhen. Bei dem, die Aufgabe ist ganz leicht, die können wir eigentlich ganz häufig machen, bis wir die 15 Muscheln haben. Meine Blasen! Entwischen Sie mir! Fangen alle meine Blasen ein! Hey Äppchen! Jetzt musst du im Prinzip hin und her schwimmen und alle Blasen zum Platzen bringen. Die Truhen öffnen sich immer, wenn er dran vorbeischwimmt. Also musst du dich dann nicht darauf konzentrieren, auch noch bei den anderen Truhen. Also schwimm ihm quasi leicht hinterher. Mach alle Blasen kaputt. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Aufgabe. Du darfst blöderweise keine Blase auslassen. Ja. Meine Blasen, sie entwischen mir, fangen alle Blasen ein. Ja. Verflixt.
Wieso verkackst du bei der Aufgabe so sehr? Keine Ahnung, ich sprint einfach nur hin und her. Nicht sprinten, ganz normal hin und her schwimmen. Sprinten darfst du eigentlich gar nicht. Also solltest du zumindest nicht, wenn du die Blasen auch erwischen willst. Weil die ganz kleinen Blasen, das sind die fiesesten. Ja, hab ich gerade schon gemerkt, okay. Und dann gibt's noch die Aufgabe bei der Languste. Da musst du Perlen wegkicken. Und das ist auch relativ einfach, weil wenn du in einem gewissen, wenn du an einem gewissen Punkt stehst, musst du nur die ganze Zeit den B-Button smashen und du triffst immer. Okay. Du musst leicht über der Muschel stehen und dann, wenn die von oben runterkommen, B drücken. Also die fallen ja nach oben und dann wieder nach unten. Ah, okay. Will ich mal den Punkt rausfinden? Ich spiele das Spiel nebenbei übrigens auch. Habe jetzt gerade 11 Muscheln zusammen. Also der perfekte Punkt ist mir so gerade aufgefallen, ist der Punkt, wo man auch am Anfang spawnt. Du musst dich also nicht bewegen, sondern immer nur, sobald sie runterfallen, B drücken. Also wenn du gleich nochmal machst, dann hast du den perfekten Punkt raus. Haben gerade schon gefunden, aber leider zu spät. Versuche es beim nächsten Mal besser zu machen, oui. Okay. Zwei haben wir schon. Xavier schlagt den Raab hier. Ja, aber das Level ist an sich chillig, weil du nicht sterben kannst. Und du kannst jede Übung, wenn du sie verkackt hast, machst du sie einfach nochmal. Und dann kannst du vor allem das auch noch verteilen. Du hast es geschafft, magnifique. Machen wir nochmal. So, und jetzt hast du 9 Muscheln. Und du brauchst 15. Du kannst jede Übung mehrmals machen. So oft du willst, nur eben, dass die Belohnung immer niedriger wird und die Schwierigkeitsgrad auch immer höher. Also sollte man die verteilen, die Übung. Sollte man, ja. So, noch einer muss drin. Ja, sauber. Jetzt haben wir 11 Stück. Und du brauchst noch 4. Versuchen wir nochmal die Blasen. Shit. Du hast echt ein Talent dafür, Wacky. Ja. Ich muss gerade selbst lachen, weil ich das einfachste Spiel nicht drauf hab. Das ist wirklich das einfachste Spiel. Das habe ich jetzt gerade 5-mal hintereinander gemacht. Und hab, ich hab jetzt mittlerweile 16 Muscheln. Aber ich gebe nicht ab, weil ich gerade darauf warte, dass du fertig wirst. Ich mach die Übung nochmal. Oh, jetzt muss ich 70 Blasen fangen.
Ich hab genug, ich nehme ein anderes Spiel. Ich muss mir nachher mal einen Part angucken, woran es denn lag. Hier passiert das gar nicht. Ihn haben wir noch gar nicht. Wie viele Muscheln hast du? 11, oder? Ja, 11. Nochmal die Perlen. Das ist ja relativ einfach, wenn man am richtigen Punkt steht. Wobei mir das Perlenspiel noch am meisten liegt, glaube ich. Mach das ganz häufig. Bin dabei. Concentration. Wacke beim Training. Ja. Definitiv. Für den großen Ausbruch. Ich habe gerade herausgefunden, man kann maximal 18 Muscheln haben. Und ich habe jede Übung jetzt so häufig gemacht, dass man, dass die alle sagen, ja, jetzt geh am besten zu Kahn, weil jetzt hast du so viele Muscheln. Die haben keine Lust mehr, mit dir zu spielen. Jetzt geh weg. Mit dir macht Spielen keinen Spaß. Doch, das war's. Meine 12 Muscheln erst. Fehlt denn noch jemand? Wie viel brauchen wir jetzt noch? Naja, du musst halt jetzt erstmal gucken, dass du deine 15 Muscheln zusammenkriegst. Anderes bleibt dir ja auch nicht übrig. Hast du eine neue Challenge gefunden, Wacky? Es gibt insgesamt 3 Aufgaben, die du bewältigen kannst. Das mit den Blasen, das Herumschubsen des Kugelfischs oder halt die Perlen. Ich versuche nochmal den Kugelfisch. Man merkt, dass es auch hier schwieriger geworden ist. Aber nicht deutlich.
als wenn du einen Gummiball umher schubst. Ja, neben dass er deutlich langsamer sinkt. Ach, ich belasse es bei den Perlen schubsen. Kannst du das denn überhaupt noch machen? Weil man kann jede Übung nur dreimal machen. Und abschließen. Beim ersten Mal gibt es 3 Muscheln Belohnung, beim zweiten Mal 2 und beim dritten Mal 1. Ach, du bist gut, rede mit Antwort. Rede mit anderen. Ja. Das Perlenschubsen kannst du gar nicht mehr machen. Denn es gibt halt für das erste Mal Abschluss, für den ersten Abschluss einer Übung, kriegst du hier, wie heißt's? 3 Muscheln. Für das zweite Mal 2 und für das dritte Mal nur noch 1. Dementsprechend kann man auch nur ab 18 Muscheln haben. Bleib ganz unten an dieser an der Truhe. Du kriegst es irgendwie nicht gebacken, oder? Oh, jetzt hat's kurz geleckt, so ein Mist. Bleib am besten da auf den Truhendeckeln drauf, weil dann explodieren die Blasen gleich in dem Moment, wo sie auf dir sind. Versuch das mal. Das war schon besser gewesen, aber leider noch nicht genug. Wie gesagt, versuch ganz, ganz tief zu bleiben. Dann explodieren die Blasen genau in dem Moment, wo sie bereits auftauchen, an dir. Bucky beißt sich durch. Ja, es fehlt quasi nur noch eine einzige Perle. Mit dem Herumschubsen kommst du nicht klar? Nee. Ich muss es bei dem schaffen. Irgendwie. Ich weiß, dass ich unten bleiben soll, aber es ist trotzdem verdammt schwer. Thank you.
Oh Gott, einmal kurz aus dem Konzept und schon verkackt. Es war schon bei 60, es war schon ein bisschen besser gewesen. Ich sag besser gar nichts, damit du dich besser konzentrieren kannst. Kurz Moment, Leute. So, Leute, ich gebe dem Ding noch ein paar Chancen. Ansonsten werde ich hier zwischendurch mit Save States arbeiten. Oh. Wenn ich so bei 50 bin. Dann wünsche ich dir mal viel Glück, Wacky. Jo, danke. Und ich bleib jetzt unten, wie gesagt. Der wird immer so schnell zwischendurch. Noch eine Weile. Du hast recht, die kleinen Blasen sind die miesesten. Die erwischt man so schwer. Ja. Du hast irgendwie keine Zeit irgendwie... auf die Blasenzahl zu schauen.
Weil es würde nur ablenken, denn. Ist auch das Blöde dabei. Das macht das Ganze auch ziemlich schwer. Boah, na endlich! Maki hat's geschafft. Ich muss sagen, bis auf dieses eine Spiel war das Training doch recht angenehm. Angenehm simpel. Gut genug, Gräbchen. Du bist nun bereit, uns bei unserem Fluchtplan zu helfen. So, Bonus-Game. Natürlich wieder andere Fische, ist klar. So, zum ersten Mal komplett. Ja, und das klappt jetzt auf Anhieb natürlich. Das Bonus-Game klappt auf Anhieb, aber der Rest klappt scheiße. Jetzt wird's, glaube ich, richtig lustig, der Quallenschwarm. Oh ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.